Hey meine Freunde und heute wieder herzlich willkommen auf dem Radioactive Server. Neue kleine Serie, ja, wie fange ich auf Radioactive an oder auch der Beginners Guide. Ihr seid jetzt also in Nassau gestrandet, bei uns gibt es keine anderen Freeports, ihr werdet immer in Nassau stranden und das ist eine kleine Idee, wie ihr starten könnt. Das ist natürlich komplett euch überlassen, aber ich denke, das ist ein sehr effektiver Weg. So, ihr werdet um Nassau herum überall diese, ihr seht jetzt hier, Primitive Founder Chests finden. Davon solltet ihr ein paar machen, bis ihr ja, 20 Gold zusammen habt. Wenn ihr sie erledigt, bekommt ihr ein paar ja, Blueprints und ein bisschen Gold. Das spawnen immer eine Welle an ein paar so Skeletten. Also Pfeil und Bogen ist komplett ausreichend. Besiegt sie einfach und dann könnt ihr sie looten. Wie aktiviert ihr sie? Angucken, E gedrückt halten, mit der Maus über das Feld hovern, bis es voll ist. Den E-Knopf loslassen, dann aktiviert sie sich und genau so lootet ihr das auch. Ja, dann solltet ihr euch ein Beil craften. Wir benötigen 120 Holz. Ja, ihr könnt es natürlich auch mit einem anderen Werkzeug machen, aber das ist halt der effektivste Weg. Ja, haben wir das alles abgeschlossen, geht ihr hier unten am Strand zu diesem wunderschönen, ja, tollen Händler. Dort könnt ihr NPCs kaufen, 5 Gold das Stück und jedem der beiden legt ihr dann nochmal 5 Gold ins Inventar, dass sie nicht so schnell meutern. Nächster Schritt. Auf beiden Seiten des großen Steges gibt es den Ship Merchants Händler, also unseren kleinen Schiffshändler. Dort könnt ihr eine Beginner-DAO kaufen, entweder für 120 Wood, die wir gefarmt haben, oder eine Ship-Lizenz. Dort ist dann alles drauf, was ihr benötigt, also bereits ein Bett und eine Emergency Station. Pfeift die NPCs dann, wenn ihr an Bord seid, an die Segel. Bei mir ist es die Komma-Taste. Und eigentlich können wir jetzt direkt starten. Wichtig ist, verschwendet keine Zeit auf Nassau, wenn ihr dort baut. Das wird mit dem nächsten Restart alles resettet etc. Fahrt also los, sucht euch eine eigene Insel. Wichtig, kleine Besonderheit auf Radioactive, ihr benötigt ein paar zusätzliche Working Stations, um Materialien umzuwandeln. So sehen die guten aus. Ihr könnt die im Inventar craften, kommen wir aber in einem späteren Video noch zu. Dann haben wir hier einmal die Option, solltet ihr für Pfeil und Bogen Haut benötigen, habt ihr auf Nassau nur die Möglichkeit, dies über Katzen oder Fische zu machen. Erledigt die Tiere jeweils und dann könnt ihr sie ganz normal abbauen. Seid ihr jetzt komplett neu auf Radioactive, würde ich euch empfehlen, dass ihr die NPCs, welche überall in der Stadt verteilt stehen, einfach mal anquatscht. Die geben euch ein paar interessante Informationen und auch so ein paar kleine Ausblicke in die Zukunft, dass ihr wisst, was euch als Besonderheiten bei uns erwartet. Es kann sich also lohnen und euch den Einstieg um einiges leichter machen. Das ist eigentlich auch schon alles, was wir brauchen. Viel mehr benötigen wir nicht in dem Teil. Wir sind jetzt schon auf dem Weg raus aus Nassau und begeben uns auf unsere eigene kleine Reise. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bleibt gesund. Ne? Auch wenn es euch nicht gefallen hat, bleibt gesund. Lasst mir gerne ein Like, Kommentar und oder Abo da. Damit helft ihr mir und dem Radioactive Server extrem weiter. Bis dann oder zu meinem nächsten Video und ciao, ciao vom Radioactive Server.